So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting hier heute am Montag, den 8. November 2021, gemeinsam mit Markets. Wir wollen uns einen Blick auf die Märkte gönnen und in dem Zusammenhang ja eine Einschätzung dessen liefern, was wir dort zu sehen bekommen. Nicht im Zusammenhang mit dem DAX besonders, der präsentiert sich so wie erwartet, nämlich unspektakulär. Ich hatte ja gesagt, Konsolidierung zwischen 15.900 und 16.100, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Nein, ganz besonders im Hinblick auf einige Einzeltitel, die jetzt zum Wochenstart wahrscheinlich richtig heiß werden könnten. Zum einen Moderna, nach den News, die am Freitag über den Ticker gelaufen sind, war ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass ich dieses, was mein Blutbad, in der Vorbörse zu sehen bekommen habe. War da gerade unterwegs, guckte so ein bisschen die ersten Quotes eben, die dort aus der Vorbörse über den Ticker liefen und hab da nicht schlecht geschaut, als ich dann Moderna mit Abschlägen von über 15% sah. Allerdings war das nicht nur auf Moderna bezogen, sondern auch auf andere Impfstoffhersteller, beispielsweise in dem Zusammenhang Novavax, beispielsweise auch Merck. Merck ist kein Impfstoffhersteller im klassischen Sinne, sondern Merck ist da eher ein Pharmaunternehmen, welches eben im Zusammenhang mit der Covid-Pille interessant ist. Parallel dazu Pfizer mit massiven Aufschlägen, und da stehst du da und denkst dir, da ist bestimmt irgendwas über den Ticker gelaufen, was nicht so gut für Impfstoffhersteller ist und eher günstig für darüber hinausgehende Pharmaunternehmen, und tatsächlich so war es auch, denn dort gibt es jetzt ein sehr vielversprechendes Studium im Hinblick auf eine sogenannte Covid-Pille, die... Ich habe mich mit den Details nicht beschäftigt, aber zumindest mal wohl vielversprechend dahingehend, dass man eben hier schwere Verläufe in irgendeiner Form wohl in den Griff kriegen kann. Im Zusammenhang mit Intensivkapazitäten, Auslastung und dergleichen. Und dass dort jetzt wohl eine Studie auf den Weg gebracht worden ist. Und das sorgt natürlich dann erstmal für ein bisschen Unruhe im Impfstoffbereich, im Impfstoffherstellerbereich. Wir werfen da gleich einen Blick drauf. Peloton, ganz schwacher Schluss am Freitag gesehen, nachdem ja schon sehr, sehr scharfen Gap Down. Eventuell sind wir da noch nicht fertig auf der Unterseite. Potenzielles Secondary Play, was sich abzeichnet, also im Einzeltitelbereich sehr interessant. Non-Farm Payrolls haben wir zu sehen bekommen. Die waren alles in allem solide, aber ich hatte ja auch skizziert gehabt, ein sehr bullisches Bild für Gold oder auch Silber, also sehr bullisch in Anführungsstrichen. Ich hatte gesagt, Gold poppt über die 1800 zurück, sehr wahrscheinlich. Jetzt besonders, wenn die NFPs überzeugen oder solide veröffentlicht werden, so wie es geschehen ist, aber der Pop über die 1800 war jetzt größtenteils eingepreist, haben wir zu sehen bekommen. Silber mit einer sehr interessanten Konstellation jetzt mit der Rückeroberung und Halten der 24. Vielleicht kriegen wir nochmal einen kurzen Pop gegen, oder Flush in dem Fall ist es, gegen die 24 zu sehen. Kommen wir eventuell mit einem kleinen Risiko in einen erneuten Long Trade mit Ziel 25 und höher rein. Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Einiges. Bitcoin auf dem Weg in Richtung Allzeithochs wieder auf dem Weg. Also wir haben einiges auf jeden Fall auf der Agenda, was wir uns näher betrachten wollen. Tesla hat auch ein bisschen Schlagzeilen gemacht über die Woche. Bis jetzt hält sich, ich habe noch gar nicht die Vorbörse gecheckt, da muss ich gleich mal gucken, wie Tesla sich darstellt. Tesla hat am Wochenende eine Umfrage gesehen von Elon Musk, dazu gleich noch ein paar Details. Bevor wir ganz offiziell starten, erstmal der Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente auf Margin und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der Hebeleffekt im Trading, der kann für einen, der kann gegen einen wirken. Ausgehend von seinem persönlichen Risikoprofil macht man sich zunächst mit diesem erstmal vertraut und entscheidet dann, ob der Handel mit diesen Produkten sich für einen eignet. Vollständiger Risikohinweis auf markets.com/de. Dort auch alle Informationen zur Produktpalette, die weit über FX- und CFD-Produkte hinausgehen bei Markets. Multi-Asset-Brokerage ist das Stichwort. In dem Zusammenhang, wie gesagt, physische Aktien, die verfügbar sind, ETFs und dergleichen. Schaut euch das gerne an. Informationen darüber hinausgehend gerne per Mail auch bei Elena erfragen. Gerne mich kontaktieren, wenn es um Fragen rund um die Märkte geht. Sei es jetzt hier unterhalb dieses Videos in Fragen, wenn ihr euch die Aufzeichnung auf YouTube anschaut. Wenn ihr live im Stream dabei seid, stellt die Fragen gerne jetzt schon bereits parallel in der Chatbox. Auch auf Twitch an der Stelle übrigens. An der Stelle kontaktiert mich gerne über meine Webseite jk-trading.com/forum. Da findet ihr tagtäglich eine Trading-Chatbox, wo ihr nicht nur mit mir, sondern auch mit gleichgesinnten Tradern austauschen könnt. Discord-Community haben wir besonders mit Fokus meinerseits auf den US-Markt. Twitter natürlich auch gerne. Per E-Mail könnt ihr mich auch kontaktieren. Ja, und das wäre soweit erstmal zur Introduction gewesen. Dann hier einmal die MarketsX Handelsplattform. Und ich räume hier kurz in meinem Hintergrund ein bisschen auf. Da wir hier mit der MarketsX Plattform handeln, will ich euch an der Stelle natürlich nicht... Oh, weia. Guten Morgen, Traders, natürlich. Guten Morgen, Traders. So, das ist erstmal Punkt 1. Das ist die Chatbox. Und dann muss ich hier nochmal ganz kurz den Link für die MarketsX Handelsplattform herausholen, einmal suchen. Ihr könnt währenddessen hier schon einen Blick werfen auf den DAX an der Stelle, der sich, wie erwartet, unspektakulär darstellt. Also toppt gegen die 16.050er-Region ein wenig aus. Der Grund für diese Toppishness, wie gesagt, findet sich meiner persönlichen Einschätzung nach hauptsächlich
im kleinen Verfallen. Nächste Woche Freitag, da hatten wir ja ein erhöhtes Open Interest geschriebener Calls auf diesen Bereich, welche dadurch natürliche Widerstandsregionen eben auf den Weg bringt. Und ja, so wie sich das abzeichnet, nicht, dass ich mich freuen würde, dass ich da mit meiner Einschätzung richtig liege, aber tatsächlich sieht es so aus, als wenn ich einen ganz guten Riecher hatte, was jetzt zu erwarten ist. Diese enge Konsolidierung auf hohem Niveau zwischen 15,9, das wäre noch das höchste der Gefühle, kurzer Flush in der Stelle unter die 16.000er Marke vielleicht, dass wir Richtung 15,9 laufen. Etwas tiefer vielleicht 15,8, aber das ist schon das höchste der Gefühle. Könnte natürlich auf den Weg gebracht werden, sollte sich jetzt beginnen, auch vielleicht so ein bisschen Abgabedruck im US-Markt herauszukristallisieren. Aber zunächst einmal sieht es danach aus, als wenn wir hier auf hohem Niveau eben tatsächlich seitwärts konsolidieren und jetzt heute bzw. in den kommenden Tagen wahrscheinlich nicht besonders viel an erhöhter Volatilität in dem Zusammenhang erwarten sollten. Wir pendeln hier um den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis, fällt sehr schwer, da einen Vorteil zu identifizieren an dieser Stelle. Ja, das wäre es für den DAX schon gewesen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Also, vielleicht das nochmal höchste der Gefühle, kurzer Rutsch unter die 16.000. Das könnte dann ein bisschen Abwärtsdynamik nach sich ziehen, die uns in Richtung der 15.900er Region führt. Ich würde allerdings an der Stelle die Vola-Aussichten nicht in den Himmel wachsen sehen. Vieles, wie gesagt, wird von den US-Märkten abhängen. Es gibt eine Möglichkeit, ein Szenario für erhöhte Volatilität zu skizzieren, auch jetzt in den Wochenstart hinein. Das hier oben rechts, Entschuldigung, oben links, das ist der 5-Minuten-Chart. Wir wollen uns hier lieber die Stunde mal betrachten. Und zwar, es könnte sein, dass wir hier diesen Run, den wir zu sehen bekommen haben, nicht nur einer vorgezogenen, in Anführungsstrichen, Jahresendrallye zu verdanken haben, beziehungsweise an der Stelle auch einem günstigen saisonalen Fenster. Es könnte sein, dass diese Rallye, die jetzt hier seit Mitte Oktober im Grunde genommen auf den Weg gebracht worden ist und bis hierhin uns auf neue Allzeithochs geführt hat, und es nicht danach aussieht, als wenn wir da jetzt in irgendeiner Form eine deutliche Eintrübung des charttechnischen Bildes sehen. Es könnte sein, dass diese eine Antizipation der jetzt verabschiedeten sogenannten Infrastructure Bill in den USA ist. Übers Wochenende lief dort über den Ticker, dass man sich dort einigt zwischen Demokraten und Republikanern und dass diese Infrastructure Bill, die eben darauf abzielt, Geld für das Instandsetzen der oder Aufbereiten der, Optimieren der Gesamtinfrastruktur in den USA, dass das eben hier dann über diesen Gesetzesentwurf, dass da Gelder entsprechend auf den Weg gebracht werden sollen. Das ist durchaus ein fiskalpolitischer Stimulus in Ergänzung zu dem geldpolitischen Stimulus seitens der Fed, der dann hier Bullishness in den Aktien durch eben entsprechende Auswirkungen, Auftraggeber, Staat und dergleichen eben nach sich zieht. Die Sache ist jetzt nunmehr die, dass das vielleicht größtenteils eingepreist wurde und infolgedessen, dass es eben diesen Run auf der Oberseite gab. Sprich, Buy the rumors, sell the news Events könnte einsetzen. Sprich, wir könnten jetzt hier vielleicht diesen Run-Up gesehen haben, in Erwartung, dass eine solche Bill kommt. Die kommt jetzt und genau dann sehen wir eben entsprechend hier jetzt erstmal ein Bruch und eine tiefere Korrekturbewegung. Wobei tiefere Korrekturbewegung sicherlich auch so ein bisschen, naja, also wenn wir die Trendlinie hier, die sich hier herauskristallisiert, brechen und in dem Fall, ich würde mal sagen, unter 4670 rutschen, könnte es sein, dass es eine tiefere Korrektur gibt, die uns Richtung der 4600er Region, in Richtung der ehemaligen Hochs hier aus dem September führen, ehemalige Allzeithochs, 4550 Punkte und diese orangefarbene Trendlinie anlaufen lässt. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich ja, der Wegbereiter für einen starken Jahresschluss, der Beginn einer Jahresendrallye. Alternatives Szenario, das wäre ein Korrekturszenario, das sollte man auch nicht von der Hand weisen. Wir haben rein statistisch, glaube ich, eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit. Ich habe die Zahlen nicht genau studiert an der Stelle, aber mir klingelt da etwas im Hinterkopf, dass wir eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit haben pro Jahr. Also in 9 von 10 Jahren mindestens eine Korrekturbewegung von 10% zu sehen bekommen. Die haben wir dieses Jahr noch nicht gesehen. Also sprich etwas anders formuliert, wir haben zwar hier einen kurzen Pullen mal gesehen, das war dieses Überrollen Anfang September bis Anfang Oktober, dann dieses Bilden eines Bodens gegen 4280 und dann eben dieser Take-off auf neue Allzeithochs. Das waren allerdings keine 10%, das waren ein bisschen mehr als 5%, hier von 4550 roundabout bis in der Spitze im Tief bei 4270, das sind ungefähr 280 Punkte. Logischerweise, wenn wir bei 4550 Punkten einen Ausgangspunkt sehen, brauchen wir mindestens eine Korrektur von 450, 460 Punkten, um die 10% voll zu machen, in Anführungsstrichen. Das hat hier nicht stattgefunden. Und das ist natürlich jetzt etwas, jetzt auch besonders im Hinblick eben auf die aktuell vielleicht auch sehr, sehr stark überdehnte Situation, die wir hier vorfinden. Wir müssen uns mal den Lauf anschauen. Also, das ist jetzt hier unten, ist das ein Daily Chart im S&P. Wir haben
Also, ja, lasst es auf euch wirken. Also, wir haben im Grunde genommen einen Strich gesehen, einfach nur ausgehend von diesen Tiefs, durch was auch immer begünstigt, der uns immer auf neue Hochs im Grunde genommen befördert hat. Zunehmend abnehmende Volatilitätsindex der VIX auf den S&P 500 ist auf Jahrestiefs gefallen in der Zwischenzeit. Also Nervosität der Marktteilnehmer nimmt komplett ab. Und genau diese Bullishness, die ungehalten sich darstellt, die sorgt natürlich für sowas, das kann man als Selbstgerechtigkeit vielleicht bezeichnen. Im Englischen spricht man von Complacency. Das ist ein Marktumfeld, welches im Grunde genommen nach einer Korrektur regelrecht schreit. Ich habe jetzt schon recht absurde tatsächlich Tweets auch übers Wochenende gesehen von einigen im sogenannten FinTwit-Bereich, also die sich im Bereich Financial Twitter eben tummeln. Und die sahen dann hier tatsächlich in dieser Kerze, der letzten Kerze da oben, in der da, sahen die eben tatsächlich das Risiko eines Evening Stars. Ein Evening Star ist ja in der Candlestick-Theorie bekannt als ein Trendumkehrmuster, beziehungsweise das Muster, welches kurzfristig aufzeigt, dass ein Gleichgewicht einsetzt zwischen Bullen und Bären, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass die Bären anfangen, so ein bisschen die Kontrolle zu übernehmen. Ich musste wirklich mehrfach hingucken, um das dann auch zu sehen. Ja, man könnte hier sehen, okay, am Freitag, ja, wir haben einen Run-up gesehen, zunächst zur Markteröffnung, also besonders hier infolge der Non-Farm Payrolls, ja, das war ab 13:30 Uhr, also das ist eine ganz klare Korrelation erkennbar. Wir sind dann recht stark auch in den Kassamarkt gestartet, Wall Street Open und dergleichen, und sind dann eben auf neue Allzeithochs über 4.700 Punkte aufgedreht, nur um anschließend eben diese Aufschläge komplett wieder herzugeben. Dann haben wir ein Flushout gesehen, so möchte ich es mal bezeichnen, auf diese Hochs, die wir am Vortag, also am Donnerstag ausgebildet haben. Das war so die Region 4.680 und von dort dann eben entsprechend ein Bounce, der uns wenigstens hat für den Tag leicht positiv fließen lassen. Also hier im Future-Bereich leicht positiv fließen lassen. Der Skeptiker an der Stelle, wir müssen uns immer vor Augen führen, wir gucken uns ja an der Stelle den S&P an, also beziehungsweise eine Indikation, in dem Fall ist es ein CFD auf den S&P 500, auf den E-Mini-Future. Wenn wir uns nur die Kasse betrachten, dann gucken wir uns den Spider an, den ETF, ja, und da sieht man natürlich, der wird nur von 15:30 bis 16 Uhr gehandelt. Da sieht man genau das, was die Leute dann sehen wollen. Also die fangen dann an, sich auch das Bild entsprechend zurecht zu schieben und sagen dann, naja, wir gucken uns auch jetzt mal den Körper an. Guckt mal hier, Gap Up, ja, Pop auf neue Allzeithochs, auf starke Arbeitsmarktzahlen, aber dann und nach solch einem Lauf, das ist eine potenzielle Trendumkehr, die sich hier vielleicht herauskristallisiert. Ich denke nicht. Also ich kann nachvollziehen, dass man sich gerne von diesen aktuellen Gefilden eine Korrektur wünscht. Ich sage auch nicht, dass es nicht möglich ist, eine solche zu sehen zu bekommen, aber man sollte auf ein klareres Signal warten, als nur auf das Ausbilden eines Kerzenkörpers, bevor man hier dazu jetzt übergeht, eine schärfere Korrekturbewegung auf den Weg zu bringen. Nicht, dass es nicht etwas wäre, was man sich in Anführungsstrichen vielleicht wünschen würde. Denn ein solcher Pull-in, der jetzt hier vielleicht dann uns bis in Gefilde um 4.400 Punkte ungefähr führt, also in dem Fall des Spider, da ist das ein Zehntel, sprich, da reden wir von 440 Punkten ungefähr. Den Bereich dieser Hochs und somit auch das korrespondierende dann Test der unteren Aufwärtstrendkanalbegrenzung. Da findest du natürlich Chance-Risiko-Verhältnis technisch einen super attraktiven Bereich, gegen den du dir dann vorstellen kannst, dass wir dann in der Jahresendrallye starten und vielleicht sogar dann im Fall der Spider die 500 in den Mittelpunkt des Geschehens rückt, beziehungsweise, um wieder zurück zur Referenz auf den E-Mini S&P, eben die 5000er-Marke anvisieren. Nichtsdestotrotz brauchen wir da ein bisschen mehr als einen Kerzenkörper. Und genau das ist dann auch der Punkt, wo ich dann skeptisch werde, ob solch eine Korrektur wirklich denkbar wird, weil desto mehr Marktteilnehmer und desto mehr Trader jetzt genau darauf warten, desto weniger wird solch eine Korrekturbewegung kommen. Es ist eigentlich schon ausgemachte Sache und genau deswegen wird die Korrektur sich nicht derart aggressiv darstellen, wie man das an der Stelle eben erwarten würde. Ja? Nicht, dass wir sie nicht einladend annehmen würden. Also wir als Trader würden sagen, Chance-Risiko-Verhältnis-technisch wäre genau sowas, das, was wir sehen wollen. Aber da braucht es ein klares Signal, welches hier übermittelt wird. Und das würde nicht nur betreffen, dass wir hier diese türkisfarbene Linie da oben rechts brechen und dann diese Aufwärtsstruktur eben zum Erliegen kommt, sondern es würde auch erfordern, dass wir diese orangefarbene, also die wesentlich flacher verlaufende Aufwärtszeit, also wesentlich flacher in Anführungsstrichen verlaufende Trendlinie brechen und unter 4.600 Punkte laufen. Und da muss ich dann ehrlich gestehen, da sehe ich dann den fundamentalen Trigger, besonders auch die Saisonalität derzeit eher nicht so. Also da sollte man die Bäume in Anführungsstrichen nicht in den Himmel wachsen sehen, beziehungsweise auf klarere Signale warten, die auf ein kurzfristiges Top eben tatsächlich hindeuten. Ja, das also zum S&P. Was natürlich neben diesem Buy the Rumor, Sell the Facts, besonders im Hinblick auf
diese Infrastructure Bill vielleicht beginnen könnte, ein Thema zu werden. Bevor wir zu Moderna kommen, wollen wir nämlich zunächst mal einen Blick hier auf Tesla werfen, weil ich dazu gestern auch einen Thread bei mir auf Twitter gestartet hatte. Muss allerdings im Nachgang sagen, hätte ich, also ich bin morgens, ich, das war kurz nachdem ich wach geworden bin, tatsächlich, beziehungsweise, weiß gar nicht, was kurz danach ist, völlig egal eigentlich. Also ich habe nur später gesehen, also vielleicht kann man das nicht so ganz daraus lesen, was ich da eigentlich gemeint habe. Deswegen will ich das nochmal ganz kurz hier aufklären. Also, Tesla, jenseits von Gut und Böse, steil gegangen in Anführungsstrichen, und wir warten im Grunde genommen darauf, dass da vielleicht früher oder später sich mal eine Korrekturbewegung abzeichnet. Ich hatte gesagt, es wäre wahrscheinlich vor dem Hintergrund dieses unglaublich starken Wachstumstitels, wäre es ein Traum, ehrlich gesagt, wenn wir eine Korrektur bis $800 vielleicht zu sehen bekämen. Hatte das ja durchaus auch schon auf dem Schirm, auf die Earnings beispielsweise, aber statt der Earnings gab es dann eben diesen Run higher, infolge der News, dass eben Hertz, wie heißen die, des Autoverleihers in Anführungsstrichen, dass dort 100.000 Tesla gekauft werden sollen und dergleichen, hat das zu einem Run auf der Oberseite geführt, der uns eben hier auf $1.200 und höher geführt hat. Also wir sind aus der Perspektive stark überdehnt. Chance-Risiko-Verhältnis technisch, besonders ausgehend von diversen Analysten, Kurszielen, ausgehend von der fundamentalen Situation, wie sie sich darstellt, die jüngsten Zahlen, haben wir ein Kursziel 1.250, maximal vielleicht 1.500. Und dann stellst du dir schon die Frage, möchte ich auf den Niveaus jetzt gerade dieses Momentum hier chasen? Und dann ist die Antwort eher nein. Das heißt also, alles, was wir jetzt brauchen, ist eine potenzielle Korrekturbewegung, die allerdings, ja, da stellt sich auch die Frage, saisonal günstiges Zeitfenster, durch was getriggert werden könnte. Ja, und eventuell hat Elon Musk sich gedacht, weißt du was, da kann ich was liefern. Elon Musk hat am Wochenende eine Twitter-Umfrage gestellt. Es gibt ja jetzt in den USA eine, ja, also eine politische Entwicklung, die zum Beispiel seitens der Demokraten forciert wird, wonach man unrealisierte Kapitalgewinne versteuern soll. Also sprich, normalerweise ist es ja so, die Frage, die ja viele sich stellen, ich will es mal sehr stark vereinfachen, die Frage stellen, wie kann es eigentlich sein, dass jemand mit einem Vermögen jetzt jenseits von Gut und Böse 250 Milliarden keinerlei Steuern zahlt, oder keinerlei, also in Relation dazu keinerlei Steuern zahlt. Der zahlt immer noch mehr Steuern, als wir im Leben jemals verdienen werden. Aber wie kann das eigentlich sein, dass die prozentual so wenig bezahlen? Oder beziehungsweise gibt es da irgendwie eine Formel für ein Geheimnis, wie man diesen Wohlstand aufbauen kann? Ja, und Kapitalanlagen bieten tatsächlich eine Antwort auf diese Frage, denn es sind unrealisierte Gewinne. Wenn ich mein Unternehmen gründe, beispielsweise, ich bin Jeff Bezos und gründe Amazon und habe einen Hauptteil meines Kapitals, meines Ersparten in den Aufbau dieses Unternehmens gesteckt, bringe das Unternehmen an die Börse und halte einen großen Teil dieser Aktien im Portfolio. Und dann kommt die Nachfrage in den Markt und entsprechend die Bewertung meines Unternehmens und somit das Aktienpaket, was ich halte, mein Wohlstand, nimmt kontinuierlich immer weiter zu durch die Nachfrage. Da muss ich das aber dennoch nicht versteuern, weil ich muss realisierte Kapitalgewinne versteuern. Ich muss nicht unrealisierte Kapitalgewinne versteuern. Und dadurch minimieren die halt ihr Steueraufkommen auf ein absolutes Minimum in Anführungsstrichen, zahlen ganz wenig Steuern, was aber nachvollziehbar ist, denn sie halten das Geld natürlich innerhalb ihres Unternehmens. Also das heißt, sie ziehen das Geld nicht ab. Man muss auch sehen, man könnte jetzt natürlich sagen, das ist total unfair. Das kommt ganz drauf an. Denn wenn nämlich solche Personen dann entsprechend ihr Kapital natürlich aus diesen Unternehmen abziehen, steht dem Unternehmen weniger Kapital zur Verfügung, um Investments zu tätigen, um bestimmte Bereiche, Projekte zu forcieren, Arbeitsplätze zu schaffen und dergleichen. Also das ist ein Geben und ein Nehmen. Natürlich will der Staat an der Stelle ein Optimum an Steuereinnahmen, weil irgendwie müssen ja die Herrschaften Politiker bezahlt werden, die wollen bezahlt werden und das ohne, dass sie irgendetwas leisten. Naja, und demnach kommen dann jetzt eben, werden die Stimmen lauter, dass man sagt, man überlegt eben unrealisierte Kapitalgewinne zu versteuern. Das ist ein absolutes Unding, ja, das zeigt auch die Verzweiflung an der Stelle, sicherlich auch seitens der Politik, seitens der Regierungen. Es wurde auch schon abgeschmettert, nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt oder dergleichen. Also das heißt, diese Entwicklung hat in den USA bis jetzt noch keinerlei Einfluss oder Momentum aufgenommen. Aber in diesem Zusammenhang sind natürlich dann auch dann Milliardäre in den Mittelpunkt der Diskussion, der Debatte gerückt und in dem Fall ganz besonders eben beispielsweise Elon Musk oder auch Jeff Bezos. Und Musk ist dafür ja bekannt, dass er sich diesbezüglich äußert.
Und hat das auch schon getan und hat dann über das Wochenende aber dennoch eine Umfrage eben tatsächlich hier entsprechend gestartet, nur dass man versteht, was ist mit dem ersten Satz gemeint. Also das ist resultierend aus dieser gesellschaftlichen Debatte, die dort eben auf den Weg gebracht worden ist. Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance. Also man unterstellt im Grunde genommen Leuten, die jetzt ihr Wohlstand über entsprechende Investments in Unternehmen erhalten haben, nee, beziehungsweise gewonnen haben. Das heißt also, das Unternehmen aufgebaut haben und die Kapitalgewinne eben entsprechend im Unternehmen dann entsprechend sich akkumulieren und darauf keine Steuern, weil es unrealisierte Gewinne sind. Das ist eins, das muss man sich vorstellen. Also das wird hier als Steuervermeidung wird das bezeichnet. Ich sehe da keine Steuervermeidung drin. Ich schaffe auf dem an der Stelle Arbeitsplätze, aber das sehe ich vielleicht als Unternehmer ein bisschen anders. Ja, also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass das eben der Grund für diese Einleitung ist. Und so I propose selling 10% of my Tesla Stock. Er bietet jetzt an und sagt, Leute, seid ihr dafür oder seid ihr dagegen, dass ich 10% meiner Aktien in Tesla verkaufe und ausgehend hiervon dann entsprechend eben Gewinne realisiere, die es natürlich zu versteuern gilt. 57, also er hat das dann am, ich guck mal kurz, Samstag gemacht, also 24 Stunden, 57, 58% der Teilnehmer haben hier von 3,5 Millionen abgegebenen Stimmen eben dafür gestimmt. So. Ich gehe davon aus, er macht es. Aber er macht es nicht an dieser Stelle, weil Twitter es ihm so sagt, sondern Elon Musk spielt an der Stelle, ich möchte es mal so sagen, so ein bisschen 3D-Schach. Ich glaube, so kann man das an der Stelle ganz gut bezeichnen. Und zwar will ich das mal ganz kurz hier zeigen. Also, erstmal natürlich, es könnte vor einer tieferen Korrektur stehen, Tesla. Warum? Und das kommen wir jetzt ganz kurz mal an die Vorbörse. Einen Moment. Wo haben wir Tesla, Tesla, Tesla? Da. Ja, 1100, da sind wir schon. Also, there we go. Wir starten hier schon mit $70 Abschlägen in der Vorbörse. Und warum ist das natürlich der Fall? Naja, wenn jemand vom Kaliber Elon Musk jetzt in Aussicht stellt, 10% seiner Tesla-Holdings abzustoßen, dann willst du an der Stelle natürlich diese Entwicklung, diesen Verkaufsdruck, der sich dort aufbaut, frontrunnen. Was heißt Verkaufsdruck an der Stelle? Wenn ich es richtig gelesen habe, dann dürften diese 10% ungefähr 20 Millionen Tesla-Aktien umfassen. Also das heißt, da reden wir an der Stelle von, gehen wir mal ganz kurz hier auf Tesla. 20 Millionen, da reden wir alleine nur bei den Holdings von Elon Musk von einem Average Daily Trading Volume. Ja, also das heißt etwas anders formuliert, da kommt ein potenzieller Verkaufsdruck in den Markt, der nicht zu unterschätzen ist. Also jetzt erstmal in der reinen Theorie, natürlich wird man sich an der Stelle schon die Frage stellen, wird sowas einfach über eine Börse abgewickelt, einfach über eine klassische Retail-Trading-Plattform und dann kommt irgendwie Elon Musk mit seinem, weiß ich nicht, XYZ Brokerage-Account und verkauft. Das wird so natürlich nicht laufen, sondern stattdessen werden natürlich Portfolio-Manager dort stehen, mit denen wird in Kontakt getreten, da wird sich dann außerbörslich in Anführungsstrichen geeignet und geeinigt und dergleichen, um diese Turbulenzen eben zu vermeiden. Aber nichtsdestotrotz haben natürlich diese, nennen wir sie mal Hinterzimmergeschäfte, die aber nachvollziehbar sind, um mögliche Disruptions am Finanzmarkt zu vermeiden, natürlich eine Auswirkung dann in dem Fall auf den Primärmarkt. Also genauso wie beispielsweise auch die angeblich seitens der EZB auf den Weg gebrachten Anleiheaufkäufe in direktem Zusammenhang mit den Zinsniveaus stehen, auch wenn die nicht am Primärmarkt stattfinden, sondern über den Sekundärmarkt. Natürlich weißt du, wenn am Sekundärmarkt jemand steht und mir meine Stücke abnimmt, dann brauche ich mir am Primärmarkt im Hinblick auf meine Käufe von Anleihen keine Sorgen machen und das fährt natürlich die Zinsen runter, ne? Um das ganz kurz mal in dem Zusammenhang zu bringen. So, also auf jeden Fall sind diese Abschläge jetzt infolgedessen zu erwarten gewesen. Und das hatte ich gestern auch schon entsprechend so geschrieben hier. Steht vor eventuell einer kurz tieferen Korrektur. Jetzt kommen allerdings so zwei, drei Gedanken, die man darüber hinausgehend vielleicht mal sagen sollte. Und zwar, dass Elon Musk jetzt mit Regulierern nicht unbedingt ganz so d'accord ist, das haben sicherlich seine Entwicklungen hinsichtlich oder seine Konflikte dort mit der SEC und dergleichen in der jungen Vergangenheit deutlich gezeigt. Und jetzt ist es so, was man immer berücksichtigen sollte, ist, der wird auch in Aktienoptionen beispielsweise bezahlt. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Das Unternehmen kehrt an ihn Optionen aus, die ihn berechtigen zu einem dann entsprechend vorher festgelegten Kurs, der deutlich unterhalb der aktuellen Kursniveaus liegt, entsprechend Optionen zu realisieren und dann infolgedessen eben Gewinne abzuschöpfen. Und diese unterliegen tatsächlich aber einer Steuer. Und jetzt ist es so, dass diese zeitnah fällig werden, ich habe bisher nicht genau geschaut, aber das ist öffentlich einsehbar, diese zeitnah fällig werdenden Aktienoptionen, da würde eine Steuerlast bei Elon Musk entstehen von 15 Milliarden US-Dollar.
Nochmal, dieser Mann, der ist zwar der reichste Mann der Welt, aber sein Wohlstand, der bestimmt sich vor allem aus dem Umstand, dass er ein großes Aktienportfolio in Tesla hält. Ist mal sehr einfach gesprochen. Und nicht daraus, dass der 15 Milliarden auf seinem Bankkonto rumliegen hat. Also auch so jemand muss dann irgendwie gucken, dass er an den entsprechenden notwendigen Cashbestand kommt, um diese Steuerlast entsprechend zu bezahlen. Und dafür muss er Tesla-Aktien verkaufen. Und dann wird dann nämlich plötzlich klar, genau diese 10%, also rund 20 Millionen Aktien, die er dort realisiert, die müsste er in diesem Zusammenhang realisieren, um diese aus diesen fällig werdenden Aktienoptionen entstehende Steuerlast zu bedienen. Der Vorteil an der Sache ist jetzt allerdings folgender. Er zeigt an der Stelle unrealisierte, und er verweist darauf ja also direkt, also er sagt, unrealisierte Kapitalgewinne hier an dieser Stelle zu versteuern. Er zeigt aber auch an der Stelle in Anführungsstrichen der Regierung den Finger, weil jetzt sieht man nämlich, was passiert, wenn man unrealisierte Kapitalgewinne entsprechend besteuert. Also kurzfristig jedenfalls. Es kommt zu Abschlägen im Aktienkurs. Der hat Auswirkungen auf den entsprechenden Wohlstand. Also bis dahin haben viele Leute gutes Geld verdient, aber nichtsdestotrotz, solch eine Korrektur, die kann durchaus mal tiefere Gefilde anlaufen. Und die aus diesen dann, aus diesen einbußenden Aktienkurs und dem abnehmenden Wohlstand der Bevölkerungsschichten wird dann mit Sicherheit nicht mehr zu viel im Zuspruch führen, ganz zu schweigen von den längerfristigen Konsequenzen, die weniger Kapital im Unternehmen im Hinblick auf die Schaffung von Arbeitsplätzen oder dergleichen hält. Das heißt also, er hat an der Stelle hier die Möglichkeit, über einen für ihn sowieso unausweichlichen Umstand, nämlich um diese Steuerlast zu bedienen und Aktien abstoßen zu müssen, das allerdings an der Stelle so ausschauen zu lassen, als wenn hier über Twitter jetzt eine Abstimmung stattgefunden hat, bei welcher ihm gesagt wird, stoße deine Aktien ab, um diese entsprechend unrealisierten Kapitalgewinne nicht versteuern zu müssen oder dein Fair Share zahlen zu müssen. Und er kann auf diesem Weg im Grunde genommen ein Exempel statuieren. Und so war dieser Thread hier meinerseits tatsächlich gemeint. Ich finde das nicht unrealistisch, ehrlich gesagt. Es gibt jetzt sicherlich viele, und das habe ich dann auch geschrieben, also ganz besonders hier. Die Tesla-Skeptiker, die werden natürlich sagen, naja, das macht er deswegen, weil guck dir mal die Kursentwicklung an, wie vertikal wir hier gelaufen sind und überbewertete Niveaus und dergleichen. Das lässt sich ja auch aus der klassischen, ich nenne es mal betriebswirtschaftlichen Theorie, lässt sich das ja auch entsprechend argumentieren. Also da hatte jemand dann nämlich auch was bei Twitter hier eingestellt gehabt. Eine sehr, sehr schöne Grafik an der Stelle. Einfach mal, um das zu sehen. Marktkapitalisierung am 25. Oktober 2021, Tesla gegen die nächsten 10 Automaker. Also Tesla ist so viel wert, wie im Grunde genommen all diese Autobauer zusammen in Kombination. Nur um dann hier darauf zu weisen, Global Deliveries in 21, all global automakers. Aber jetzt unabhängig von diesen fundamental sicherlich nachvollziehbaren Skepsis, es gibt diverse andere Gründe, warum Tesla einen unglaublichen starken Ausblick eben in dieser Konstellation hat eben für die Zukunft. Und das im Hinterkopf behaltend, nichtsdestotrotz sorgt erstmal dafür, dass, wie gesagt, eine kurzfristig schärfere Korrektur stattfindet. Allerdings dann erwartet werden sollte, dass wir früher oder später wieder aufdrehen. Mal gucken, ob es überhaupt eine Korrektur unter 1000 Dollar gibt. Denn jetzt kommt nämlich ein nächster Punkt. Tesla hat an der Wall Street, möchte man sagen, ausgehend von der Forward Growth Rate, also das, was man an Wachstum für die Zukunft erwartet, wirklich einen der stärksten Wachstumsausblicke überhaupt. Also überflügelt so ziemlich alles und jeden. Das ist definitiv einer der stärksten Wachstumstitel der Welt, vielleicht der stärkste Wachstumstitel. Und ich sehe auch realistisch Potenzial, dass Tesla früher oder später in den Club der, nicht nur in den Club der, sondern das wertvollste Unternehmen der Welt wird, ausgehend von seiner Marktkapitalisierung. Jetzt wird man sagen, ja, Apple, Amazon und so, aber da sind doch reale Werte hinter. Wie gesagt, wir gehen da jetzt nicht zu sehr in die Details ein, aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass dieses Wachstumspotenzial viele Portfoliomanager unterschätzt haben. Also sprich anders formuliert, die sind underweight, Tesla long. Das bedeutet etwas anders formuliert, die realisieren jetzt mehr und mehr und das kann man daran erkennen. Also wir hatten das ja hier schon zum Thema gemacht, diese Analysten-Einschätzungen, diese Upgrades in den Analysten-Ratings und dergleichen, die resultieren aus dem Umstand, weil jetzt mehr und mehr Analysten, die eben sich beginnen mit dem Wachstumsausblick auseinanderzusetzen, realisieren, wir haben das unterschätzt und infolgedessen müssen wir unseren in Anführungsstrichen Tesla-Stake beginnen aufzubauen. Und jetzt kommt genau nämlich der Punkt. Jetzt in Anführungsstrichen, jetzt kommt Elon Musk, der schüttet jetzt 20 Millionen Aktien in Anführungsstrichen auf den Markt. Die werden ihm wahrscheinlich wie warme Semmeln aus den Händen gerissen werden. Also das kann durchaus sein, dass wir trotz dieser sich jetzt kurzfristig abzeichnenden Korrektur recht zügig gleich wieder Käufer in den Markt kommen sehen, die dann darauf hindeuten würden, dass wirklich diese Underweight-Position jetzt
umgekehrt werden soll und dass die Analysten entsprechend eben, nicht Analysten, sondern die Portfolio-Manager, die auf die Analysten, die ihnen die Informationen zuspielen, natürlich dann entsprechend zugreifen, diese Informationen, entsprechend aktiv werden und entsprechend Tester aufbauen. Also kurzfristig Korrekturbewegung. Ich bin gespannt. Wie gesagt, schon 1.000 Dollar wäre fast geschenkt nicht, aber zumindest mal ein sehr, sehr attraktives Niveau, besonders vor dem Hintergrund einer längerfristigen darüber hinausgehend zu erwartenden Aufwärtsbewegung, Stichwort Kursziel 1.500 Dollar, vielleicht sogar 2.000 Dollar. Wie gesagt, das Traumszenario, und da würde ich mir dann vielleicht auch so ein bisschen so wünschen, vielleicht möchte ich es mal sagen, dass wir auch übergeordnet eine schärfere Korrektur sehen, S&P eine tiefere Korrektur geht an dieser Stelle, dieses Buy the Rumors, Sell the News Event stattfindet, denn es würde nämlich befeuern, dass eben Tesla dann doch nochmal eine tiefere Korrektur sieht, ob wir jetzt eine 30% Korrektur sehen, also von 1.200 Dollar bis 800 Dollar, das ist schon ein heftiger Rücksetzer, da brauchst du ein bisschen mehr, so ähnlich wie das, was wir hier letztes Jahr, dieses Jahr zu sehen bekommen haben, im Februar, März ungefähr, aber zumindest mal sollte man eben hier diese Entwicklung im Hinterkopf behalten. Also das, was wir über das Wochenende gesehen haben und dergleichen, ich glaube, dass das so ein bisschen 3D-Schach ist, was Elon Musk dort an der Stelle spielt, und an der Stelle vielleicht dann auch eine Korrektur begünstigt, die uns nochmal auch in der Erwartung eines zumindest in den Jahresschluss hinein, zu Beginn des kommenden Jahres vielleicht stärkeren Drive auf der Oberseite befeuert. Ich würde jetzt in dem Bereich nicht unbedingt kaufen wollen. Ich hätte ein Limit gegen die 800 ungefähr. Aber nochmal, das ist ein sehr, sehr optimistisches Szenario, ob wir solch eine Korrektur wirklich vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage, die zu erwarten ist, starken Zahlen, Wachstumsaussichten und dergleichen zu sehen bekommen, könnte ein bisschen schwierig eben tatsächlich werden. Das einfach mal so als Gesamtstory in dem Zusammenhang. Wir fokussieren uns mal hier auf Moderna und diese News. Ich will es mal ganz kurz zeigen. Zack, die am Freitag hier über den Ticker gelaufen ist und diese Abschläge eben nach sich gezogen haben. Pfizer says COVID-19 Pill 89% effective in Phase 2 von 3 Study. Also das heißt, es gab eine 89%ige Effektivität dieser Pille, wenn man eben diese kurz im Anschluss 2 oder 3 Tage, glaube ich, nach der Corona-Infektion genommen hat, hat hier deutlich das Risiko einer Hospitalisierung bzw. vom Tod, Todesfolge, dann in Folge von Covid-19 reduziert. Und das ist so, dass wir hier, da plans to ask FDA for emergency use authorization this month, also noch in diesem Monat soll hier eine Notfallzulassung beantragt werden. Es gibt wohl auch Pläne, da Kooperationen mit anderen Pharmaunternehmen auf den Weg zu bringen, wenn ich das richtig gesehen habe, wie auch immer die geartet sein soll. Ist das ein Game Changer? Also kurzfristig eventuell, aber mittlerweile wird ja auch offenbar, das ist im Hinblick auf die Gesundheit, also dass das immer weniger eine Rolle spielt. Nicht, dass wir jetzt überrascht sind, aber alles das, was jetzt stattfindet, auch diese Rhetorik, ich bin zutiefst erschüttert. Ja? Erschüttert wirklich, was ich jetzt sehe, was hier trendet. Ne? Ihr seht das, da sind die, also die laufen mir rein automatisch. Nicht, dass ich die hier irgendwie suche oder dergleichen. Aber als ich das heute Morgen gelesen habe, da dachte ich erst, dass ich einen Knick in der Optik habe oder so, dass da irgendwie, irgendjemand sich einen Spaß erlaubt hat, Tyrannei der Ungeimpften. Hab dann gesehen, was da gestern bei Anne Will stattgefunden hat, wo dieser, ich weiß gar nicht, wie dieser Typ heißt, Montgomery oder so, keine Ahnung, der da eben diesen wirklichen Hasssprech, dieses potenziell Volksverhetzende über die öffentlich-rechtlichen Medien kommuniziert hat. Das ist, also nochmal, ich glaube, wir sind noch lange nicht am Ende. Ich glaube, da kommt noch wesentlich mehr. Und das ist aber jetzt schon langsam eine Rhetorik, die da angeschlagen wird, ein Hass, eine Spaltung, die in der Gesellschaft seitens der Politik vorangetrieben wird, die, wie gesagt, befremdlich ist ein sehr diplomatisch gewähltes Wort meinerseits. Aber genau das ist eben der Punkt. Ändert es etwas? Also jetzt, ich nehme das natürlich jetzt der Verfügbarkeitsheuristik, eine kognitive Verzerrung potenziell. Ich denke nicht, dass es etwas ändert, denn es geht bei der Impfung ganz besonders um andere Aspekte, die eine Rolle spielen. Offensichtlich. Stichwort QR-Code, den man immer schön überall vorzeigen muss und dergleichen. Aber also auf jeden Fall mRNA, also Moderna an der Stelle. mRNA ist ja die Technologie, bezieht sich aber natürlich nicht nur auf Impfstoffe. Also in dem Zusammenhang jetzt besonders publik geworden, aber es gibt darüber hinausgehend ja auch entsprechende Projekte, Studien und dergleichen, beziehungsweise eben Impfstoffe über Covid-19 hinaus, Malaria-Impfstoffe beispielsweise Behandlungsmethoden,
Impfstoffen, die auf den Weg gebracht werden, gegen Krebs zum Beispiel, gegen Diabetes, alles, also da sind im Bereich mRNA-Technologie, das ist einiges in Anführungsstrichen kommen, beziehungsweise das ist eine Technologie an der Stelle, eben die weit über Covid-19 hinausgeht. Und jetzt hat die Aktie natürlich einen riesen Hype gesehen infolge dieses Covid-Runs und der Aufnahme auch in den S&P 500, sieht aber jetzt von diesen Niveaus eben eine Korrektur in Gefilde, die fundamental schon langsam etwas übertrieben anmutet, so möchte ich es mal formulieren. Nicht, dass wir nicht noch eine Chance hätten, nochmal einen Flashout zu sehen, der uns bis in Gefilde vielleicht hier von 200 führen könnte, aber für auch längerfristige Engagements ist Moderna eventuell durch eben seinen Fokus auf diese Region durchaus ein Kandidat, den man so ein bisschen im Hinterkopf halten sollte. Wir sehen also jetzt hier massiven Drop auf der Unterseite, eine richtige Übertreibung. Erstmal diese Reduced Revenue Guidance auf den letzten Earnings Report. Wir sehen dann eben diese News, die da zu diesem Gap Down am Freitag führt. Noch einmal, wie gesagt, auf alle Impfstoffhersteller, Moderna ganz besonders betroffen. Die Aktie wurde dann in der Spitze gehandelt bis um 2,10, sah einen Bounce in den Abend hinein. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, also erstmal bezogen auf den heutigen Handelstag, kann die 2,30 gehalten werden? Das ist so mein Schlüsselniveau für heute, so eine Inflection. Oberhalb der 2,30 ist relativ zügig ein Bounce denkbar, der uns deutlich zurück bei die 2,50 führt, weil wir eben so stark überdehnt sind auf der Unterseite. Wir können mal ganz kurz hier auf die Vorbörse gucken. mRNA, wo sind wir denn? Da. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Also so wirklich abstoßen tun wir uns noch nicht. Hier sieht man noch den Two-Day Rewap, also die 2,30, 2,28, das ist so dieser Bereich. Wenn wir den unterschreiten sollten, besteht nochmal eine Chance, dass wir Richtung der 210, vielleicht sogar der 200er Region laufen. Desto tiefer wir aber jetzt korrigieren, desto schärfer dann eventuell das Bounce-Potenzial, besonders gegen die 200, sofern sich dann eine Korrektur früher oder später abzeichnet. Also kann Chance-Risiko-Verhältnis technisch, kann das sehr interessant werden tatsächlich, hier solch einen Bounce zu spielen, beziehungsweise also das für die kurzfristig orientierten Trader, beziehungsweise auch darüber hinausgehend für längerfristige Engagements könnte das eventuell ein ganz interessanter Kandidat sein. Also längerfristig einfach eine kleine Beimischung in so einem Pharmaunternehmen mit solch einer vielversprechenden Technologie, in dem Fall also mRNA-Technologie, also es ist durchaus ein Kandidat, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Und wie gesagt, kurzfristig allerdings für uns relevant erstmal, ob wir die 2,28, 2,30 halten können. Wenn ja, dann denkbar, dass wir hier schon einen Bounce ansetzen, der uns einen Großteil dieser Abschläge von Freitag wieder aufholen lässt. Wir erinnern uns nämlich daran, ich will das mal ganz kurz hier aufmachen, MRK, das ist Merck. Merck hat genau das gleiche, also genau das gleiche Produkt nicht, das ist ja Quatsch, aber hat auf jeden Fall diese Covid-Pille Anfang Oktober mal zum Thema gemacht gehabt. Und das ist dann das, was passiert ist. Also so ein Muster, das erkennbar ist. Also hier konnte man sehen, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwas mit M. Multivapopier oder irgendwie sowas. Also wir massives Gap auf der Oberseite. Und wir haben dann allerdings dieses Gap nicht ganz geschlossen, aber zumindest teilweise wieder in den Folgetagen geschlossen. Könnte durchaus sein, dass wir hier entsprechend eben solch eine Korrektur sich abzeichnen sehen. Ähnliches gilt ganz besonders natürlich für Pfizer an der Stelle, die allerdings sehr, sehr stark geschlossen haben und auch heute wieder Aufschläge sehen. Also vielleicht stehen wir bei Pfizer davor, auch zeitnah in Richtung und über die 50er-Marke zu laufen. Das war schon ein sehr, sehr starker Drive. Also vielleicht ein anderer oder ein Game-Changer vielleicht in dem Bereich. Anders als das, was Merck kommuniziert hat, wobei Merck, muss man natürlich auch sagen, hat dann, nachdem wir Teil dieses Gap geschlossen hat, wiederum sich hier aufgemacht und höhere Hochs markiert, also diese ich nenne sie mal Pillenhochs in Anführungsstrichen, rausgenommen. Das ist also durchaus etwas, was man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte, kurzfristig aber Korrekturpotenzial, was wiederum, dann gehen wir wieder zurück auf Moderna, ist ja nicht so, dass die Aktie solche Abschläge nicht schon mal gesehen hat hier Anfang Oktober, ja. Aber wir gappten schon dann relativ scharf hier am 4. Oktober auf der Unterseite, nur um dann eine recht scharfe Gegenbewegung zu sehen. Also wir kamen damals schon deutlich unter Druck hier und wurden im Tief gehandelt bei ungefähr 300, nur um dann innerhalb der nächsten zwei Tage über 40 Dollar Bounce zu sehen, oder rund 40 Dollar Bounce zu sehen, also 10% ungehebelt. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass hier eine deutliche Korrekturbewegung sich abgezeichnet hat. Das hat auch im Gesamtkontext zu tun. Moderna hat ja einiges an Gegenwind bekommen, im Hinblick eben auf die Aussetzung zum Beispiel der Impfung von unter 30-Jährigen in skandinavischen Ländern, zum Beispiel der Zurückhaltung des Approvals, in Anführungsstrichen, für die Impfung von Kindern zwischen 5 bis 11 in den USA durch die FDA und so weiter. Da gab es einige News, neben jetzt auch den entsprechenden Earnings, die Guidance, die da so ein bisschen enttäuscht hat.
Aber in Summe ist das auf jeden Fall etwas, was uns auch als kurzfristig orientierte Trader definitiv interessiert. Also das heißt, dieses Bounce-Potenzial ist definitiv gegeben. Vielleicht sogar ausgehend von dieser starken Übertreibung auf der Unterseite. Wir müssen uns mal überlegen, wir haben letzte Woche noch, bevor die Earnings veröffentlicht worden sind, also letzte Woche Mittwoch zum Schlusskurs, haben wir bei $340 notiert und handeln jetzt im Grunde genommen 50% tiefer. Also nahezu 50% tiefer. Das ist ein bisschen übertrieben, nicht ganz, aber 30% tiefer an der Stelle. Und das ist natürlich innerhalb so kurzer Zeit eine massive Überdehnung, die nicht nur Volatilitätspotenzial begünstigt, sondern natürlich auch entsprechendes Bounce-Potenzial. Und wie gesagt, das Crucial Level, das Key Level für heute dürfte in dieser Konstellation der Bereich um 2,30 sein. Also wenn wir dieses Level halten können, oberhalb, uns oberhalb auch von Rewop stabilisieren, ist ein Bounce denkbar, der uns deutlich zurück über die 2,50 führt. Unterhalb könnte es nochmal trüb werden. Da gibt es vielleicht nochmal ein Flashout bis 2,10. Dann ist die Shortseite auch zu favorisieren. Beziehungsweise dann ist denkbar, dass wir vielleicht sogar nochmal die Region unter 200 auch anlaufen, 180, 190. Aber längerfristig wird dieser Bereich dann eben durchaus attraktiv, meiner persönlichen Einschätzung nach. Wie gesagt, Stichwort langfristig Kite oder langfristige MNA-Technologie, die in dem Zusammenhang von Interesse sein könnte. So, das also zu Moderna. Wir wollen auch einen Blick werfen, natürlich auf Peloton. Die haben, oh, Verzeihung, das ist Roku. Peloton hat ganz schwach geschlossen. Nach Freitag, da gab es ja diese schwache Guidance und infolgedessen ist die Aktie hier über 30% unter Druck geraten, hat dann nicht nur über 30% tiefer geschlossen, sondern konnte auch die 60, das kann man hier recht gut erkennen tatsächlich, konnten wir nicht zurückerobern. Da rollten wir gegen diesen Bereich über. Das war ein sehr stark bärisches Signal und dann haben wir eben über den gesamten Tag hinweg haben wir Abgabedruck gesehen und haben im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Nicht so überraschend, ehrlich gesagt. Wir gehen mal kurz hier auf FinWiz und ich gehe mal ganz kurz hier auf Peloton, um nochmal diese Information hinsichtlich der Institutional Ownership ins Gedächtnis zu rufen. Fast 83% institutionelle Ownership an dieser Stelle seitens der Aktie. Das heißt, etwas anders formuliert, wenn sich dieser Wachstumsausblick jetzt eintrübt, haben diese institutionellen Marktteilnehmer durchaus ein Interesse, diese Aktie abzustoßen. Also nicht, dass sie nicht ein scharfes Bounce-Potenzial vielleicht hätte, aber nichtsdestotrotz, das wird sich eventuell erst über die kommenden Monate in der Lage sein zu manifestieren. Also sofern denn dann wieder entsprechend ein Momentum im Home-Gym-Equipment-Bereich aufgenommen wird und dergleichen. Und dieser Ausblick, dass hier die Institutionellen weiter ihre Position reduzieren, sorgt dann auch für heute für einen ehrlich gesprochen eher bärischen Ausblick und könnte dazu führen, dass sobald wir uns unterhalb von 55 halten, also in der Vorbörse, wir können mal kurz gucken, wo stehen wir da? Um 55. Oh, wir handeln schon unterhalb von 55. Ich habe vor dem Morning Meeting habe ich einen Gameplan formuliert schon für heute. Und hatte zwei Szenarien. Das erste Szenario war, also hier können wir die Vorbörse jetzt erkennen, das erste Szenario ist im Grunde genommen, dass ich sage, Pop in den Open und dann scheitern wir eventuell im 56er-Bereich. Das ist so dieser Bereich hier ehemaliger Tiefs, der dann in den Abend hinein gebrochen wurde. Das wäre so ein Überrollbereich. Zweites Szenario, das ehrlich gesprochen bärische Szenario war, dass ich schreibe, wenn wir uns unterhalb von 55 halten. Ja, das sind die nachbörslichen Tiefs und da unterhalb derer eröffnen wir auch jetzt. Wenn wir die nicht zurückerobern, dann haben wir realistisch Potenzial. Ich würde mal sagen 53, 52, vielleicht sogar die 50er-Region, die angelaufen werden könnte. Wie gesagt, ausgehend von dieser erhöhten Institutional Ownership. Also auch ein Short-Kandidat, der hier durchaus von Interesse ist. Wir haben jetzt, wie gesagt, besonders für Peloton, aber auch für Tesla, auch für Moderna unterhalb der 2,30 eben Short-Szenarien skizziert, sofern man sich irgendwie, ich sag mal, mental genötigt sieht, die Short-Seite zu traden, weil man einfach diese, und dann gehen wir mal kurz auf den S&P, extrem hohen Bewertungsniveaus als nicht nachhaltig erachtet. Wie gesagt, ich glaube, da gibt es aktuell Kandidaten, die man durchaus in Betracht ziehen könnte für solche Short-Plays. Der übergeordnete Markt der S&P gilt dazu. Zählt dazu noch nicht. Der könnte natürlich durch eine einsetzende Korrektur dann auch zum Abgabedruck auf diesen relativ schwachen Titel, besonders auf Peloton, eben sich widerspiegeln oder auch Moderna beispielsweise, vielleicht auch Tesla für eine schärfere Korrektur stellen. Aber zunächst einmal, glaube ich, ist da so ein bisschen Short-Cherry-Picking angebracht an der Stelle, bevor man dann zu dem Schluss kommt, jetzt eben in diese Bewegung einfach einzuschorten. So, jetzt haben wir viel zu Einzelhandel, Equities und dergleichen. Jetzt wollen wir natürlich noch einen Blick auf die Non-Farm Payrolls werfen. Also 531.000 neu geschaffene Stellen, ex-Agrar, letzten Freitag besser als erwartet, 450.000. Das konnte erwartet werden, dass sie besser als erwartet sind. Infolge nämlich des Umstandes, dass wir ja die ADP-Zahlen schon letzte Woche am
welcher Tag war es? Mittwoch, besser als erwartet hatten. Aber ich hatte auch gesagt, das ist nicht unbedingt zwangsläufig ein bullischer Treiber, auch wenn darüber hinausgehend die Zahlen übrigens noch sehr günstig waren. Ich müsste mal kurz gucken. Hier haben wir noch ein paar mehr Informationen. Wir haben die Unemployment Rate bei 4,6%, besser als erwartet. Wir haben, mal kurz gucken, da Average Hourly Earnings sieht man auch. Das heißt also, die durchschnittlichen Stundenlöhne auf Jahressicht nehmen zu. Also, was erwartet werden durfte. Wir haben ja offene Stellen, Job Vacancies, die auf Rekordhoch sind und dass die Leute sagen, also entweder ihr zahlt mir mehr Geld oder ich bleibe einfach zu Hause und nehme weiter meine Unemployment Benefits in Anspruch, die ich durch Corona gezahlt bekomme. Und es ist tatsächlich so, dass eben hier diese höheren Löhne natürlich jetzt mit dazu beitragen, auch dass diese Zahlen anziehen, beziehungsweise dass mehr Menschen zurück in den Arbeitsmarkt streben oder diese Stellen besetzen. Nichtsdestotrotz trägt natürlich das auch längerfristig dazu bei, dass der Inflationsdruck zunimmt, wenn die Leute mehr Geld zur Verfügung haben, logischerweise, neben dem auch entsprechend expansiven geldpolitischen Kurs seitens der Fed. Und genau das sorgt vielleicht dann auch dazu, trägt dazu bei, dass wir eben entsprechend diese Reaktion in dem Fall hier bei Gold zu sehen bekommen haben oder auch bei Silber, also mit dem Push über die 1800er Marke zurück, wo wir jetzt wieder in diese Zielregion vorstoßen. Da sehen wir, es ist ein sehr, sehr starker Lauf gewesen, besonders auch hier. Da gab es einen kurzen Flush auf der Unterseite und anschließend eben einen Run higher. Also dieser kurze Flush auf der Unterseite war vielleicht begünstigt durch die Erwartung, dass der Zins infolge dieser soliden Arbeitsmarktzahlen einen Spike auf der Oberseite sieht und dann realisiert man, der Zins, dieser Spike, der ist tatsächlich eher wieder abverkauft worden, beziehungsweise Treasuries, US-Schuldtitel sind gekauft worden, verstärkt sogar, wo man auch sicherlich mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen sollte, weil das ist eigentlich eine Reaktion, die erwartest du nicht. Du siehst ein Umfeld, in dem du einfach Inflation siehst, anziehende Inflationserwartung hast, was parallel dazu entsprechend eben ein Spike in den Zinsen zunächst auf der Oberseite, die abverkauft wird. Das deutet eher darauf hin, dass eben dieser Inflationsdruck, der sich hier zeigt, nicht aus, sagen wir mal, fundamental gerechtfertigter Perspektive auf den Weg gebracht wird, sondern eventuell eher das Risiko birgt, dass es da früher oder später zu einer sogenannten stagflationären Tendenz kommt, beziehungsweise dass diese Nachfrage auch nach US-Schuldtiteln vor allem dem Umstand geschuldet ist, dass man sich sagt, auch im Hinblick auf diese sogenannte Infrastructure Bill jetzt in den USA, ja, irgendjemand muss das Geld dafür ja zur Verfügung stellen. Und vor dem Hintergrund der explodierenden Schulden und vor dem Hintergrund auch der unattraktiven Zinsniveaus in Relation zur Inflation ist die einzige Instanz, die diesbezüglich eben agieren wird können, die Fed. Also die Taper zwar jetzt, aber nichtsdestotrotz ist erwartbar, dass man eventuell früher oder später sich genötigt sieht, seitens der Fed entsprechend geldpolitisch wieder aktiv zu werden. Und ja, das sorgt eben dann dafür, dass wir dann in Zinsen abverkauft werden. Das kann man in 10-jährigen US-Zinsen gut beobachten und dann zeitgleich eben in Gold diesen Run über 1800 zu sehen bekommen. Neben den natürlich auch schon am Freitag skizzierten Gründen, dass das größtenteils eingepreist ist. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, diesen deutlichen Push zu sehen bekommen. Wir stoßen jetzt in eine Schlüsselregion vor. Saisonal treten wir in Gold in ein sehr, sehr günstiges Zeitfenster ein. Sprich, anders formuliert, ich muss gestehen, in den kommenden Wochen wäre ich nicht überrascht, einen deutlichen Bruch überhalten und entsprechend weiteren Run auf der Oberseite in den kommenden Wochen bis Monaten in Gold zu erwarten, der uns deutlich zurück über 1900 US-Dollar pro Feinunze eben tatsächlich führt. Wobei ich sagen muss, dass mir die Konstellation hier in Silber noch ein bisschen besser gefällt. Bin mal gespannt, ob mein Limit geholt wird. Ich habe ein Limit auf die 24 gelegt, für Silber. Also Silber hat hier ebenfalls die 24 zurückerobern können und kann die auch derzeit eben tatsächlich deutlich verteidigen. Mal schauen, wie gesagt, ob ich die 24 bekomme, ob ich ein Limit hier an dieser Stelle bekomme. Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass der Vorteil für Silber durch diese Entwicklung jetzt ganz klar auch wieder auf die Long-Seite geswitcht ist und dass wir eventuell vor dem nächsten Leg auf der Oberseite stehen. Also das heißt, diese kurze Konsolidierung hier beginnt zum Erliegen zu kommen und wir haben auch ein ganz klares Level, gegen das wir riskieren können, nämlich das ist ungefähr der Bereich hier so um 23,60. Also das ist diese Inflection, die ich auch zum Thema machte. Dieser Gedanke grundsätzlich, den ich Freitag skizziert hatte, der ist leider nicht ganz aufgegangen. Wir können hier sehen, ich hatte gesagt, Long, das war zum Morning Meeting ungefähr in den Gefilden, ne, so 23,80. Ich gesagt, kleines Risiko, 20 Cent, 23,60. Und dann haben wir eventuell eine schöne Chance mit dieser News, mit diesem Trigger-Event, also Non-Farm Payrolls über die 24 zu laufen. Das Problem war nur, dass wir zunächst einmal diesen kurzen Flush-Out hier gesehen haben und der hat die 23,60 eben geholt. Also das heißt, dieser Gedanke ist leider nicht ganz aufgegangen.
auch wenn die Idee eine gute war und dass sich das hier dann auch im Folgenden jetzt derart bullisch herauskristallisiert hat, aber unterm Strich ist da eben dieser leichte, nennen wir mal Flush-Out, Stop-Out eben tatsächlich auf den Weg gebracht worden. Ändert aber nichts am übergeordneten Bild. Also durch das Halten oberhalb der 24, durch den Wochenschluss oberhalb, haben wir gegen die 24, finde ich, einen interessanten Long-Trigger mit Stop 23,60, kleines Risiko, vielleicht 23,65, vielleicht sogar ein Stück weit noch ein bisschen enger, also 30, 35, 40 Cent Risiko und gehen auf der Oberseite auf einen Test der 25er gefiltert, beziehungsweise sobald wir diese Region hier überwinden, sehen wir auch auf der Oberseite da, dass bis in Gefilde um mindestens 25, 30, 50, 200 Tage Linie, beziehungsweise darüber dann auch bis in Gefilde hier der 26, 27er Region, keine wirklichen Widerstände sich abzeichnen. Also das deutet mehr und mehr darauf hin, dass wir hier eine Bodenbildung vollzogen haben und dass das der Beginn eben einer nächsten Rallye auf der Oberseite sein kann, in Silber dann ebenfalls, genauso wie Gold auch, die auch saisonal begünstigt wird. Also da kommen einige Faktoren aktuell zusammen. Wie gesagt, wir haben eigentlich solide Arbeitsmarktzahlen, zeitgleich Zinsen, die unter Druck geraten. Das ist ein Umfeld, welches ganz klar für Edelmetalle spricht. Das spricht ganz klar für Gold, das spricht auch ganz klar für Silber, eventuell sogar für Silber noch ein bisschen mehr, durch nämlich den Umstand, dass wir an der Stelle ein Performance-Potenzial vielleicht auch haben im Hinblick auf eben die langfristige, langjährige Unterbewertung von Silber zu beispielsweise Gold. Und also bedeutet etwas anders formuliert, dieses Szenario, das könnte durchaus von Interesse sein. Wie gesagt, dafür müsste allerdings mein Fill erstmal auf der 24 geholt werden. Die Order jetzt drin, ich beobachte das einfach mal, wie gesagt, die 24 als Long Stop unterhalb der ich nenne es mal NFP-Übertreibungstriefs 23,65. Das also zu Silber. Wir wollen auch einen Blick werfen auf Bitcoin. Bitcoin nimmt jetzt wieder seine Allzeithochs hier ins Visier, handelt knapp unterhalb. Hatten wir ein Long-Szenario eigentlich skizziert gehabt? Ich weiß es gar nicht, am Freitag. Ich weiß nur, wir hatten hier eine Konsolidierung seitwärts zum Thema gemacht, so viel steht fest. Ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Also ich weiß nur, wovon ich ausgehe, ist, dass wir hier ein unattraktives Umfeld erstmal herauskristallisiert haben, allerdings mit dem Potenzial eventuell eines Bruchs auf der Oberseite. Durch mein längerfristig auch skeptisches Bild, was ich eben für den US-Dollar grundsätzlich skizziere oder für Krypto aktuell positiv erachte. Das, was ich jetzt hier sehen wollen würde in dieser Konstellation, ist eine enge Konsolidierung. Erstmal oberhalb, ich mache das mal hier raus, sieht schlimm aus. So, also eine enge Konsolidierung oberhalb dieser, ich nenne sie mal Ausbruchregion, ne, dieser ehemaligen Hochs. Da möchte ich gerne eine Konsolidierung oberhalb sehen, möglichst eng. Ich zeichne das mal ganz kurz auch ein. So, also oberhalb dieser Linie hier, oberhalb, möchte ich eine enge Konsolidierung sehen. So. Und würde dann mit einem Buy-Stop arbeiten, Break auf neue Allzeithochs. Das war ja sowieso ein Szenario, was ich erwartet hatte. Dass wir das jetzt derzeit nicht zu sehen bekommen, hat vielleicht damit zu tun, dass es einige Marktteilnehmer erwarten. Ja, das ist mein Risk. So, ja, das ist hier dieser Bereich. Das ist mein Risiko aus dieser engen Konsolidierung. Mit Buy-Stop, wie gesagt, das ist dann ungefähr die 67 dürfte es sein. Ich vermute mal, guck mal ganz kurz. Ja. Ungefähr 67, in welchen Stückchen marginal höher? Ungefähr 67. Vielleicht würde ich 20, 30 Dollar tiefer kaufen, um hier Slippage zu vermeiden an der Stelle. Aber ich glaube, das Chance-Risiko-Verhältnis für solch ein Szenario kann ziemlich attraktiv sein, wenn wir hier mit engem Risiko reinkommen. Denn solch ein Break über die 67 hat realistisch Potenzial Richtung 70.000, eher noch höher, also 70.000 und höher an dieser Stelle. Das ist durchaus ernst zu nehmen, das Potenzial. Und das Risiko hier, das ist wie gesagt auf dann diese enge Konsolidierung knapp unterhalb dieser Allzeithochs beschränkt. Also das könnte durchaus sein, dass uns das ansteht. Eintrüben würde sich das Bild erst, wenn wir hier zurück in diese Range laufen. Also das heißt, in diesem Bereich, dann würde ich nicht mehr long sein, dann würde sich das als Fehlausbruch herauskristallisieren, sieht allerdings bis hierhin jedenfalls sehr nachhaltig aus. Das muss man ganz klar dazu sagen. Also das heißt, eine enge Konsolidierung hier oberhalb dieser Hochs, Buy Stop 67, Ziel mindestens 70, eher noch drüber, scheint mir für die kommenden Tage durchaus ein realistisches Szenario eben tatsächlich zu sein. Ja, und das wäre es tatsächlich so meinerseits zunächst einmal gewesen. Ich schaue es mal ganz kurz hier in die Chatbox.
ob wir alle Fragen beantwortet haben. Aber es sieht ganz gut aus. Fragen scheinen so nicht aufzukommen. Moment. Mal hier ganz kurz gucken. Ja, wenn soweit dann eigentlich alles klar ist, dann würde ich mal sagen, happy trading. Passt auf die Stops auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, Tesla wird heute interessant, Moderna wird interessant, Peloton für ein Second Day Play. Ich werde alle Setups, natürlich in Gedanken diesbezüglich Gameplans in der Discord-Community zur Verfügung stellen. Und ja, nunmehr wäre es das erstmal soweit meinerseits gewesen. Also guten Start in der Handelswoche wünsche ich euch. Wie gesagt, lasst gerne ein Like hier, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal. Und wir hören uns wieder morgen 10:30 Uhr zum Morning Meeting gemeinsam mit Markets. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.